Zauber, die ihr sucht, oh, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Cirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Ja. Ich stehe für Obwohl Arthas für die Ehre sozusagen jetzt nicht ja. so eine große Rolle hat, so eine große Rolle hat hier. So, dann baue ich jetzt, ich kann es eigentlich schon hier im Kampf gehen. Natürlich. Und ich werde mir jetzt hier mal einen Bauern schnappen, bring mal das Holz zurück und Höfe bauen. Höfen sind halt die Sachen, die Essen bringen in diesem Spiel und man seine Armee verstärken kann, also weiter ausbauen kann. So. Ach ja. Ein solider Plan. Für die Ehre. Aber man erfährt in diesem Spiel nichts über Todesschwinge oder was auch immer. Das erfährt man in Warcraft 3 nicht. Und ja, man sieht, wir werden angegriffen, aber hier der liebe Uta regelt das schon. Und die Wachtürme sind mir eigentlich relativ egal. Ja, natürlich. Man erfährt hier nichts über Deathwing oder was auch immer. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation voll kühner. Und das erfahrt man nicht im... Oh, ja, heil ihm schnell. Alter, verpiss dich. Ja, shit. Mensch, das ist viel schnell um. So, da, da. Ja, das machen wir. Ja. Und ja, man sieht, man bekommt für Gegner, die nicht so einer Fraktion gehören, gegen den man spielt, bekommt man Geld, also Gold. Und dieses Gold kann man halt auch benutzen für Sachen wie Bauen und so weiter. Aber besteht etwa Gefahr? Wenn ihr online spielen solltet, ich empfehle euch nicht hier sinnlos auf Mobs herumzuschlagen, weil ihr kein Gold habt. Sondern nur wirklich, wenn euer Held leveln muss. Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit Sängern der Hitze. Ach, das ist doch nett. Und ja, hier können wir hier ausbauen, die Waffen unserer Krieger. Und ja, das war die optionale Quest hier und wir werden jetzt mit Ausbau des Lagers anfangen. Es ist mehr Holz erforderlich, so, wenn da gleich der Angriff kommt. Es fällt natürlich auch ein bisschen levelt. Bereit zur Arbeit. So, lala. Wenn es knapp wird, einfach mal hier Gottesschild zünden und unterhalten uns natürlich auch, weil am Gottesschild an jetzt hier nicht so praktisch, aber was soll man machen. Wie gesagt, die Türme sind eine Sache, die braucht man hier in dieser Mission, ersten Mission kaum. Also ich habe die Türme in der ersten Mission eigentlich nie lange. Und ja, bevor es jetzt weitergeht, müssen wir 6 Soldaten, 4 Höfe, die wir so 2 Höfe errichtet und 6 Soldaten. Das mit den Ausbauen ist nicht nötig, aber ich mache es einfach, weil ich eh genug Gold habe derzeit. Und ist natürlich auch wichtig. Man muss bei diesem Spiel halt denken, so okay, wenn man online spielt, so der meistens greift der Feind gleich nur mit den Hero an, also mit den Helden. Man muss halt so überlegen, wie mache ich das jetzt? Also ich könnte jetzt hier im Lager bleiben, also meine Armee aufbauen, oder ich gehe halt rüber zu denen, töte seine Bauern, seinen Goldvorrat abschließen für eine kurze Zeit und schickt dann den Helden halt nach Hause mit dieser Stadtrolle, die man am Anfang immer hat. Sind halt Sachen, die man bedenken muss. Und daneben kann man dann noch seine Armee ausbauen und so weiter, währenddessen man ihn halt sabotiert, nenne ich es jetzt mal. Man sabotiert halt den Gegner laufen und man zerstört seine Gold, also man zerstört seine Rathäuser, man zerstört seine
zweiten Stützpunkt, denn man schneidet die Versorgung ab, das heißt man schneidet sein Lager komplett von der Außenwelt ab mit Wachtürmen und ein großes Lager. Da habe ich eine lustige Geschichte, ich habe mal mit zwei Freunden gezockt, 3 vs 3, und da waren drei Typen, wir waren halt ziemlich neu damals noch in in Online, hat halt diese lustige Geschichte gegeben, haben die halt zwei von der Außenwelt abgetrennt, also wir waren damals, sie waren dreimal Ork, wir waren Mensch, Ork und Nachtelfen. Und die haben halt mich, also ich war damals Mensch, ein Kumpel von mir, wie gesagt schon, der war Ork und den anderen, also uns beide abgeschnitten, weil Nachtelfen halt nicht so effektiv jetzt gegen Gebäude sind, haben die ihn halt links liegen lassen, haben manchmal eine kleine Angriffswelle zu ihm geschickt, um ihn halt ein bisschen zu schwächen und was auch immer. Wir waren halt komplett abgeschnitten und wir konnten ihm nicht helfen, weil die Wachtürme immer unsere ganzen Einheiten zerstört haben. War halt dann sehr lustig, weil er dann, sie waren so fixiert auf und dass er dann einfach mal gegangen ist und alle drei Lagers im Alleingang zerstört hat. Und wir halt die ganze Zeit versucht haben, uns frei zu kämpfen und total hektisch und auch immer, was auch immer. Und ja, wir haben unseren Stützpunkt errichtet und jetzt geht's dann gleich in den Gegenangriff. Nachdem wir diese Orks so schnell getötet haben. Ja, man sieht, Uta leistet uns gute Hilfe. Törichter Paladin, die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werden es nie merken. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Ja, jetzt haben wir schon wieder eine andere Stimme. Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon kommen. Tötet die Orks. So, und das ist jetzt hier Arthas erstes Gefühl, Erlebnis, wie man es auch immer nennen will. Ja, hier haben wir eine kleine Armee aufgebaut und das heißt, wir gehen jetzt direkt in den Angriff vor. Und werden sozusagen die Orks den tödlichen Schlag verleihen. Und ja. Besteht etwa Gefahr? Ach ja, alte Strategiespiele, das war noch Zeiten. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich sehe das Licht. Und ich mache hier gar nichts mehr, sondern ich folge denen einfach noch. Die machen hier gerade alles alleine. Man kann sie natürlich auch auf den Sammelpunkt stellen und wenn dann halt Gegner kommen, töten sie. Man kann die patrouillieren lassen und Stopp-Position halten und angreifen halt. Also jetzt gleich einer tot, den heile ich schnell mal und ein solider Plan. Jetzt hier haben wir den Boss sozusagen, den Klingenmeister, der ist aber ganz low. Später werden die Helden dann von den Gegnern noch ein anderes Problem. Klingenmeister hat halt diese schöne Effekt, seine Spiegelbilder verletzen sozusagen nicht unsere Mitkämpfer, sondern nur er. Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser Sieg. Ich weiß nicht, Uta. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Jawohl! Das war's doch mit der ersten Aufnahmesession von Warcraft 3. Und die nächste Mission heißt dann die verheerende Seuche. Wir werden uns...
Das konnte ich eigentlich noch laufen lassen, dann lasse ich das schnell noch laufen. Und wir haben dann demnächst die verheerende Seuche vor uns und wir werden sie natürlich meistern. Und jetzt viel Spaß bei der Cutscene. Das ist außerdem Dalaran, wie es damals noch war, bevor sie in der Luft geschwebt ist. Ihr müsst weiser als der König sein. Das Ende ist nah. Wie schon gesagt, mich interessiert dieser Unsinn nicht. Dann habe ich hier meine Zeit. Jo, Medivh, der letzte Wächter von Trifalt. Du kannst jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich gehorcht habe, Meister, aber... Ich habe gelernt, mich auf deine Neugier zu verlassen, mein Kind. Dieser Irre ist überzeugt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ach, der hatte nicht so ganz Unrecht, aber okay. Gerüchte gehört, dass eine Seuche in den Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Viele spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich ausgesucht. Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leg wohl. Ja. Und das. Und wir werden dann später noch weitermachen mit der verheerenden Seuche. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme-Session von Warcraft 3. Und auf jeden Fall tschüss, lasst es euch gut gehen und ciao.